Ja, willkommen zurück zum zweiten Part unserer Reihe Wir bauen legendäre Waffen. Und zwar sind wir heute im letzten Part, Teil 2 von unserer Flammensucher-Prophezeiung, dem legendären Schild aus Generation 1. Wir haben in der letzten Folge schon ein paar Komponenten zusammengesucht, gekauft, erfarmt. Ich habe dir gezeigt, wo du zum Beispiel Glücksklees dir holen kannst, mystische Münzen und so ein bisschen was. Und heute werden wir unser legendäres Schild aus Generation 1 endlich fertigstellen. Aber ich freue mich sehr und hoffe, du freust dich natürlich auch, weil ich finde, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe bisher noch nicht so viele legendäre Waffen. Das ist so ein Langzeitprozess, finde ich, worauf man in der Zukunft hinarbeitet. Und ja, ich zeige euch mal kurz auf der GW2 Efficiency, was wir alles schon haben, was wir jetzt noch brauchen. So, unsere GW2 Efficiency-Seite, wo ich mich mit meinem Account verknüpft habe. Alle wichtigen Links, was ich dir so zeige, ist wieder in der Videobeschreibung. Heißt, du kannst da dann nochmal in Ruhe drüber nachgucken, dort den Link benutzen und dann schauen allgemein. Genau, wir sehen hier jetzt auch noch, dass wir nur noch rein theoretisch 180 Gold kosten Pi mal Daumen haben. Und wir sehen schon, hier ist eine ganze Menge blau, weil ich schon ein bisschen vorgearbeitet habe, damit dieses letzte Video nicht so lang wird, damit wir ganz, ganz rucki-zucki hier durchkommen. Und zwar habe ich, wie erwähnt, im letzten Part den Präkursor zum legendären Schild mir schon gekauft über den Handelsposten. Das waren 110 Gold, meine ich, so Pi mal Daumen. Genau, unser nächster Schritt, unser nächster Hauptkomponent für die Herstellung ist dann die Gabe der Flammensucher-Prophezeiung. Und da haben wir im letzten Part schon die Gabe des Metalls hergestellt, haben uns 100 eisige Runensteine geholt. Ich habe jetzt noch insgesamt eine überlegene Sigille des Kampfes mir gekauft im Handelsposten und wir werden jetzt zusammen die Gabe der Geschichte herstellen. Genau, dafür brauchen wir 100 Onyx-Magnetsteine, 250 getrocknete gehärtete Lederflicken, eine Gabe Askalons und 250 Haufen kristallinen Staubs. Dann haben wir diesen Komponenten, können alles zusammen in die mystische Schmiede machen und uns die Gabe der Flammensucher-Prophezeiung machen. Um die Gabe der Geschichte herzustellen, müssen wir den Schneiderberuf auf Maximum gelevelt haben. Hier sieht man es auch nochmal über die Wiki. Dieses kleine W hier bedeutet immer, dass man direkt eine Verknüpfung zur Wiki bekommt. Und hier sieht man, dass der Schneider den nur herstellen kann. Genau, im letzten Part haben wir dann auch noch die Gabe der Meisterschaft hergestellt. Und wenn wir dann diese drei Komponenten haben, brauchen wir nur noch einen einzelnen Komponenten. Und das ist die Gabe des Schicksals. Die besteht aus der Gabe der Magie, Gabe der Macht, aus 77 Glücksklees. Das sind ganz, 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 ganz viele. Das heißt, ich würde jede Ressource, Möglichkeit nutzen, die man hat, um Glücksklees so preiswert wie möglich zu bekommen. Herstellen ist auch immer eine Alternative. Natürlich, aber wir haben so viele verschiedene Wege, an Glücksklees zu kommen. Und die letzte Komponente für die Gabe des Schicksals sind dann 250 Ektoplasmakugeln. Die kann man entweder im Handelsposten sehr gut kaufen oder man verwertet die nicht identifizierten gelben Ausrüstungsdinger und bekommt meiner Meinung nach da eine sehr gute Quote auch mit raus. Genau, gehen wir an die Gabe der Geschichte. Ich habe bis auf die Gabe von Askalon, weil ich euch gerne zeigen möchte, wo die ist und was man so ungefähr machen muss, werden wir die uns jetzt zusammen einmal kaufen. So, um die Gabe von Askalon zu kaufen, sind wir jetzt einmal nach Löwenstein in Fort Myrna, und zwar da, wo einmal die Fraktale sind und hier hinten, wo man zu den Schlachtzügen kommt, heißt hier hinten hin, und wo die Verliese jetzt auch mit aufgenommen wurden. Vorher hatte man das ja, dass in jedem, zum Beispiel hier in Askalon hatte man dann hier hinten das Verlies, in den Eisklamsun waren dann die Eisverliese, und zwar haben wir hier hinten einen Verliesrüstungen- und Waffenkaufmann. So, den Guten sprechen wir dann an und müssen einmal auf den Waffenbereich gehen. Und dann zeig mir Waffen aus den Katakomben von Askalon. Und da haben wir sie dann auch schon direkt, die Gabe Askalons. Man braucht 500 Anekdoten der Verlieserkundung. Heißt, man sollte schon Verliese laufen. Es gibt bestimmte, die sind sehr, sehr leicht und die sind auch nicht sehr zeitintensiv. Es gibt welche, die sind sehr zeitintensiv und manche halt nicht. Wir laufen immer so ein paar Stück. Und was ich da auch noch hier nebenbei erwähnen möchte, ist, wenn man, das findest du mal kurz zur Seite, hier einmal Verlies eingibt, kriegt man hier ein paar Erfolge, die man machen kann. Und zwar zum einen Verlies Stammgast, wo man, wenn man 8 Verliese läuft von allen, die es gibt, kriegt man am Ende eine Kiste mit Truhe der Verliesionärs und bekommt 5 Gold. Und dieser Erfolg
ist unendlich mal wiederholbar. Heißt, wenn du Bock hast, am Tag Verliese zu laufen, 50 Stück meiner Meinung nach, einfach mal so rausgehauen, kannst du dir schon ein bisschen Gold damit auch verdienen. Das mal so nebenbei erwähnt, genau. Und ich muss sagen, wenn man die Verliese läuft, man kriegt 120, 100 im Durchschnitt sowas von allen. Was ich super, super cool finde, dass jetzt dass die Verlieswährungen von allen, die es gab, zu einer einzelnen gemacht worden sind, weil das macht es unheimlich leichter, wenn man sagt, man möchte nur den einen Pfad laufen, der ist einem, den kennt man, der ist einfach, der dauert nicht so lange, dann laufe ich den 10 Mal. Und hab, was ich was, meine 500, die ich brauche, statt dass ich die für einen Askalon, für die Garbe, nur die aus Askalon, die Verliese laufen muss. Das ist seitdem viel, viel besser. Da haben sie einem wirklich was Gutes mitgetan. Genau, wir kaufen die jetzt. Zack. Und man sieht genau, wir haben für ein paar weitere legendäre Komponenten hier schon ein bisschen was freigeschaltet. Die packen wir jetzt hier in unseren Reiter. Ich habe hier schon ein bisschen was sortiert. Genau, unsere nächsten Komponenten, die wir uns jetzt nochmal kurz anschauen werden. So, ich habe die Seite einmal aktualisiert und man sieht, die Garbe der Ass von Ascalon ist jetzt mit aufgenommen worden. Heißt, wir können jetzt zu meiner Schneiderin gehen, einmal die Garbe der Geschichte herstellen und schauen uns zugleich hier einmal die Garbe der Magie an. Und die Gabe der Macht an. Dafür zeige ich euch zwei, drei Dinge, wo super schnell und einfach über Ressourcen, die man vielleicht schon hat oder die man farmt, an T6-Materialien kommt, weil gerade die Gabe der Magie heißt Fiolen mit kraftvollem Blut, Giftbeutel, kunstvollem Toten. Gerade die Totem und die kraftvollen Blut, die Fiole, die sind extrem teuer geworden. Das ist Wahnsinn, wie die im Preis explodiert sind. Und da gibt es so drei, vier Sachen, die ich euch auch noch mal gern zeigen möchte. So, wenn wir jetzt an der Schneiderstation sind, so wie ich in meinem Falle, und man Gabe der Geschichte eingibt und noch nicht viele legendäre Waffen hergestellt haben, ich meine, jede legendäre Waffe hat so ihren eigenen Hauptkomponenten, so ein spezielles Rezept, so wie hier zum Beispiel jetzt die Gabe der Geschichte, haben wir die natürlich noch nicht. Heißt, wir müssen noch mal in dem Sinn 10 Gold mehr einplanen und müssen einmal, wenn man jetzt nicht hier in der Nebelsperren zufluckt, einmal zur mystischen Schmiede, Dame, wie heißt sie nochmal? Aufseherin der mystischen Schmiede heißt sie. Und müssen im zweiten Beutel jetzt die Gabe der Geschichte kaufen. Genau. Wenn man das schon hat, ist das rot gemacht. Ich muss mal gucken. Ja, genau hier. Ihr kennt dieses Rezept bereits. Heißt, man sieht genau, okay, ich habe es. Heißt, ich müsste es mir nicht kaufen. Da das bei mir jetzt noch nichts anzeigt, habe ich es noch nicht. Heißt, wir kaufen das jetzt einmal. Bis nächstes Mal. Und dann ganz wichtig, doppelt klicken, damit wir es auch gelernt haben. Und jetzt dürfen wir zurück zur Schneiderstation und die Gabe der Geschichte herstellen. So, da haben wir sie auch. Genau, wir brauchen die Magnetsteine, die getrockneten gehärteten Lederflicken, die Gabe Ascalons und 250 Haufen kristallisierten Staubs. Die stellen wir jetzt her. Und ich bin ganz aufgeregt, wenn ich das mal hier so her sagen darf. Und da haben wir einen nächsten Komponenten sogar freigeschaltet. Genau, hier sieht man dann auch nochmal so die Schritt-für-Schritt-Anleitung wäre dann die legendäre Waffe der Flammensucher-Prophezeiung. Genau, hier haben wir dann noch Gabe der Macht, die Gabe des Schicksals, hier ist die Gabe der Magie, hier wäre jetzt der Präkusor und hier ist Gabe der Flammensucher-Prophezeiung. So, unseren nächsten Punkt, den wir angehen, sind ein paar, ja, T6-Materialien. Und zwar haben wir ja seit längerem jetzt schon das Gewölbe des Zauberers hinzubekommen. Und ich kann wirklich nur sagen, Daily machen als auch Weekly machen. Man sieht, ich bin noch nicht so weit. Wir haben schon Donnerstag, aber es ist wirklich cool gemacht. Und wir können unter astrale Belohnungen ganz, ganz coole Belohnungen holen. Von bestimmten Skins zu Stühlen, die sind jetzt erst vor kurzem gekommen. Ende Februar haben wir hier mystische Glücksgläs, wo wir uns holen können. Wir können uns die mystischen Münzen, Lorbeeren holen, unbedingt holen die legendäre Waffen. Starter-Kit, Truhe ist jetzt schon die dritte, ich muss sie mir noch kaufen. Wir können von schweren Handwerkstaschen, heißt die wir bräuchten, über Gold, was ich auch jedem empfehlen würde, weil das ist eine Menge Gold, die man für wenig astralen, wie heißt die Währung, für die hier, für den astralen Ruhm, genau so heißt die Währung. Ich merke mir das leider, leider nicht. Genau, wir haben auch hier für die Fünferbeutel, aber für unsere aktuelle legendäre Waffe brauchen wir die schweren Handwerkstaschen. Genau, wir werden die jetzt einmal hier kaufen. Man sieht, wir kriegen eine Tasche für 8
astralen Ruhm und ich würde sagen, wir holen uns einfach mal so viel, wie ich kann für meine 210. So, das war's auch schon. Mehr konnte ich jetzt nicht kaufen. Wir haben jetzt 26 Beutel bekommen und die öffnen wir jetzt mal und gucken, wie unsere Quote so ausgefallen ist. Ich will das haben. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Wir haben 15 Filiolen kraftvollem Blut und 11 kunstvolle Totems. Das heißt, das sind die, die wirklich am meisten Gold bringen. Ich kann euch das ja mal gerade zum aktuellen Stand zeigen. Das sind einfach, wenn wir es anbieten, 57 Silber. Das ist Wahnsinn. Also es ist explodiert. Also es ist Wahnsinn, wie der Preis durch die Decke geschossen ist. Genau, und wir sehen aber auch, die anderen haben auch ein bisschen nachgezogen. Das günstigste aktuell sind die scheußlichen Fangzähne. Und wir haben hier die Totem, die sind auch bei 51, 73. Das ist Wahnsinn. Genau, das ist eine Methode. Würde ich auch immer empfehlen, dass man so viel Daily und Weekly macht, wie man kann und sich dann die coolen Belohnungen für holt. Es gibt auf der einen Seite, die ich euch auch noch gerne zeigen möchte. Und die haben wir hier. Also laut der Seite von Farming Community sollte man sich vom astralen Ruhm als allererstes die mystischen Münzen holen, dann den Beutel von einem Gold für 6 astralen Ruhms und dann die Lorbeeren. Lorbeeren in dem Sinne, weil wir können uns da auch die T6 Materialien von holen und sollen danach erst auf die Beutel an sich gehen. Genau, hier sieht man eine Übersicht. Das gibt es auch für die nächsten 2 Stationen, wo wir gleich abklappboostern. Und zwar einmal für flüchtige Magie, indem wir uns Trophäenlieferungen holen. Für 250 flüchtige Magie und 1 Gold. Die sind sehr, sehr, sehr lukrativ. Und dann kommen wir noch zu den Lorbeeren. Wie ich vorhin gesagt hatte, gibt es hier auch eine Riesenmöglichkeit, wie man die Lorbeeren einsetzt. Kann man sich hier zum Beispiel aktuell die 4er und die 3er Beutel kaufen, aber auch die 6er, das sind so die ersten 3, die wirklich sehr, sehr Profit bringen. Genau, das sind die 2 Stationen, einmal jetzt Lorbeerenhändler und flüchtige Magielieferer. Die machen wir jetzt als nächstes dann nochmal. So, zurück auf Soraya werden wir unsere Gabe der Flammensucher-Prophezeiung in der mystischen Schmiede jetzt herstellen. Und zwar brauchen wir dazu die Gabe der Geschichte, die Gabe des Metalls, die 100 Runensteine und die überlegene Sigille des Kampfes. So, genau, alles ist drinne und dann machen wir Schmieden und haben die Gabe der Flammensucher-Prophezeiung. Ja, mega cool. Genau, wir haben jetzt schon 3 Komponenten. Wir brauchen den letzten Komponenten und dafür wechseln wir jetzt einmal hier rüber zum Lorbeerenhändler und haben hier, wenn wir ein bisschen runterscrollen, die 6 Beutel für die Handwerkstaschen, wo wir uns die Mats rausholen können. So, wir werden jetzt 50 Stück erstmal ausgeben, denn wir haben ja noch die flüchtige Magie. Und was ich total vergessen habe, wenn man seinen Jadebot mit Plündererprotokollen ausstattet für Magie als auch Machttrophäen, kann man sich dadurch auch nochmal Mats zusammenfarmen. Ich habe mir jetzt die magischen Trophäen, magische Plünder-Dings draufgelegt. Heißt, ich habe jetzt schon 250 Beutel, die ich aufmachen kann, als auch nochmal 114 Stück. Die werden wir auch aufmachen und mal gucken, was da so unsere Quote bei ist. Aber jetzt kaufen wir erstmal die 50 Lorbeeren für die schweren Handwerkstaschen. Genau, die haben wir jetzt. Und schauen mal, wie unsere Quote aussieht. Okay, das sieht fast so aus wie über das Gewölbe des Zauberers, über die Taschen, die wir jetzt geöffnet haben. Aber wir haben natürlich mehr Beutel gehabt, fast doppelt so viel. Und haben 24 Blut bekommen und 14 Trophäen. Also es ist wirklich eine 50-50 Chance. Man kann es nicht groß beeinflussen. Soweit ich weiß, ist einfach auf gut Glück. Aber wir haben trotzdem super viel Ressourcen jetzt schon gemacht. Wir packen die ins Lager. Und jetzt machen wir die Taschen unseres Jadebots auf und schauen mal, was der uns so zusammengefarmt hat. Hier kriegen wir alle möglichen Ressourcen raus. 1er bis zu der letzten Stufe dann. Und okay, da ist es jetzt semi ausgegangen, aber wir haben trotzdem 8 Fiolen mit kraftvollem Blut bekommen und 6 kunstvolle Totems und sogar 4 Giftbeutel und den Rest sind die darunterliegenden Mats, aber ist trotzdem vollkommen okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu den sandgepeitschten Inseln. Die sandgepeitschten Inseln kannst du entweder über den Staffel 4 Foliant, heißt, es ist ein Kartengebiet aus Staffel 4, erreichen. Für jede Karte kann man sich einen Folianten kaufen für, ich glaube, ich weiß leider jetzt nicht mal den genauen Preis, ich werde dir einen kleinen Screenshot einblenden,
wenn ich es rausgekriegt habe über die Wiki. Und dann kann man ruckizucki kostenlos den Folianten öffnen und einfach dorthin reißen. Oder wenn man diesen noch nicht haben sollte, kann man hier, das ist bei Wabi in der Nähe, hier unten haben wir dann die Wegmarke Atolma, genau. Und da haben wir auch schon einen flüchtigen Magiehändler stehen. Den quatschen wir an und der hat auch ganz, ganz viel cooles Zeug. Und hier haben wir die Trophäenlieferung. 250 Flüchtige und ein Gold. Ich habe bisher immer nur gehört, dass man immer nur mit mehr rausgeht, als man ausgegeben hat. Ich habe es schon mal gemacht, vor ein paar Monaten, irgendwann 2023, als ich mein Aurin-Schwert, glaube ich, hergestellt habe. Da habe ich das mal getestet. Da habe ich 200 Gold in die Hand genommen und bin, wenn ich jetzt nicht mich irre, ich glaube mit 400 irgendwas rausgegangen. Also das war sehr, sehr lukrativ. Wir machen diesmal jetzt nicht so viel, weil wir ja durch die anderen Beutel schon einiges zusammenbekommen haben. Das sollte eigentlich reichen, was wir jetzt alles bekommen haben. So, wir machen deshalb nur 50 Gold. Einfach, dass man es mal gesehen hat und weiß, okay, man hat da die paar Punkte, die man abklappern kann, um nicht groß den Handelsposten zu belasten und seine eigene Goldreserven anzuknüpfen. So, wir müssen dafür 12.500 flüchtige Magie haben und 50 Gold. Die kaufen wir jetzt und schauen mal rein. Ich bin ein bisschen nervös, aber das wird schon gut ausgehen. Oh, okay, 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 wow. Also man sieht schon, das sieht um einiges besser aus. Wir haben, lasst mal kurz sortieren, wir haben 75 Mal die Fiole mit kraftvollem Blut bekommen, 40 antike Knochen, 45 kraftvollen Giftes, Haufen kristallinen Staubs, 40 Mal der gepanzerten Schuppen und 35 scheußliche Klauen, dazu 55 scheußliche Fangzähne und 40 kunstvolle Totems. Wenn wir jetzt einfach nur mal das Blut und die Knochen zusammen machen, kommen wir mal so auf 29 Gold. Da geht natürlich immer noch die Gebühr ab. Und die Totem würden uns auch nochmal 20 Gold geben. Heißt, wir hätten allein schon mit den beiden fast unsere 50 Gold raus. Wir haben aber noch die anderen Mats bekommen. Wir haben allein hier von dem Giften vollen Stack, von den Totemen volles Stack und von dem wirkungsvollen Blut sogar auch noch. Das ist Wahnsinn. Also wirklich cool, muss man sagen. Kann man testen. Viele machen es mit viel, viel mehr Gold natürlich und haben damit einen viel höheren Ertrag, den sie herausziehen. Aber jetzt einfach nur zum Zeigen, wollte ich das euch einfach nur mal ganz, ganz kurz zeigen. Ich bin absolut kein Profi, das ist das zweite Mal, dass ich das jetzt gemacht habe. Okay, wir haben die Ressourcen uns zusammengefarmt. Heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in die Nebelsperrenzuflucht. So, was ich aber noch mal kurz zeigen wollte, wie denn der Prekursor überhaupt aussieht. Der sieht jetzt nach nichts Großem aus. Der ist sehr schlicht, aber die Form hat es schon mal. Und ich finde, das legendäre Schild, das sieht super, super cool aus. Das hat so was richtig Magisches an sich, finde ich. Also gut, es ist vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, dass ich da eher drauf abfahre. Aber gut, okay. Wir müssen uns jetzt die ganzen T6-Materialien aus dem Lager einmal schnappen. So, wo sind die denn? Okay, ich sehe schon, wir müssen ein bisschen Blut organisieren. Der Rest, okay, die Klauen müssten wir auch organisieren und hier Staub auch. Von dem Tote müssten wir auch noch was organisieren. Also drei Sachen müssten wir noch nachkaufen. Ich hole jetzt schon mal die Stacks einfach so weise raus, dass ich sehe, was ich habe und was ich nicht habe. So, ich habe jetzt nochmal mein Glück mit der Trophäenlieferung gemacht und habe nochmal 50 Gold investiert und habe jetzt soweit alle Sachen voll. So, ich habe jetzt zum einen die eine Reihe in meinen unsichtbaren Beutel gepackt, damit wir ja nichts verklicken können. Und wir sehen jetzt schon hier die scheußliche Fangzähne, die gepanzerten Schuppen, die antiken Knochen und die scheußlichen Klauen. Und wenn jetzt alles stimmt, sollten wir die genau so auswählen dürfen und dann schmieden und haben, was ich schon sehe, Gabe der Macht bekommen. Diese bekommt man auch aktuell, wenn man sich hier diese legendäre Waffe Set 3 holt, hat man die Chance, entweder die der Macht zu bekommen oder der Magie. Die der Magie ist durch Blut und Totem extrem ja durch die Decke gegangen. Heißt, man hätte hier eine 50-50 Chance, die teurere zu bekommen und sich dadurch das Gold zu sparen. Genau, wir haben auf jeden Fall jetzt hier eine ganze Menge weiter Erfolge freigeschaltet. Dann würde ich sagen, machen wir die Gabe der Magie mit den letzten vier T6-Mats und haben auch die nächste Gabe der Magie. Schön. Das haben wir geschafft und hier geht's weiter ab mit den ganzen Erfolgen und Freischaltungsdinger, die wir jetzt gemacht haben. Okay.
So, ein weiteres Mal aktualisiert und man sieht jetzt schon, dass die Kosten auf null gesenkt worden sind, weil wir halt einfach die letzten Sachen schon haben. Wir sehen, wir haben die Auserwählten, heißt den Prekursor, wir haben die Gabe der Flammenprophezeiung, Flammensucherprophezeiung hergestellt, wir haben die Gabe der Meisterschaft und machen jetzt die Gabe des Geschicks. Die haben wir gerade hergestellt. Jetzt gehen wir an die Glücksklees und die Ektoplasmakugeln. Die holen wir jetzt einmal aus dem Materiallager und schmeißen das dann alles wieder in die Schmiede und können dann alle vier Komponenten, die wir jetzt hier sehen, dann wieder in die Schmiede geben und haben dann unsere Flammensucherprophezeiung, die einen Handelspostenwert aktuell von 2000 Gold hat. Dann sind wir bereit. Ich bin es nicht ganz. Oh, meine armen Glücksklees. Ich habe so fleißig gesammelt. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt alle Komponenten zusammen gemacht. Meine Glücksklees nehmen langsam ab. 77 sind halt doch schon echt viele. Und jetzt werden wir die Gabe der Macht, die Gabe der Magie, die 77 Glücksklees und die 250 Ektoplasmakugeln in der Schmiede schmieden, damit wir eine Gabe des Geschicks, des Schicksals bekommen. So, und wieder haben wir einige Sachen freigeschaltet für zukünftige legendäre Waffen. Und ja, wir haben alle vier Teile zusammen. Oh mein Gott, ich freue mich. Okay, es geht los. Zum Ende des Videos stellen wir jetzt dieses legendäre Schild, die Flammensucherprophezeiung her. Wir packen den Prekursor, die Gabe der Meisterschaft, die Gabe der Flammensucherprophezeiung und unsere Gabe des Schicksals in die Schmiede und schmieden uns das Schild. Die Flammensucherprophezeiung annehmen. Juhu. Man kriegt jetzt nicht dieses diesen Sound, den kriegt man nur bei der legendären Rüstung, weil die accountgebunden ist. Die Waffe kann man natürlich jetzt verkaufen. Ich meine aber, sobald man sie zur legendären Rüstungskammer hinzufügt, dann kriegt man den Sound. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie viel Gold wir direkt beim Verkauf kriegen. Wir würden jetzt einfach 2000 Gold kriegen. Könnten es aber zum Beispiel für 2500 Gold anbieten. Und man sieht, es sind nicht so viele, die die Schilder, generell legendäre Waffen, jetzt aus der Generation 1 zu dieser Waffe jetzt anbieten. Nicht schlecht. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich mich jetzt richtig erinnert habe, aber wir werden das jetzt zur legendären Rüstungskammer hinzufügen. Ja, wollen wir. Da, und da haben wir den Sound. Oh, das ist so cool. Das ist so cool gemacht. Jedes Mal kriegt man so ein bisschen so Energie. Ja, schön, cool. Wir haben unsere erste legendäre Waffe zusammengebaut. Wie cool. Natürlich ich jetzt für meinen Account, aber man hat es jetzt mal aktiv. Oh, wir haben eine... Ah, okay, die kriegt man anscheinend wieder raus beim Aktivieren. Okay, also wir haben unsere überlegene Sigille des Kampfes wieder rausgekriegt. Heißt, die könnte ich jetzt rein theoretisch wieder verkaufen, weil ich meine, ich hab keine große Verwertung für die, weil ich zwei legendäre Sigillen schon habe. So, natürlich schauen wir uns das Schwert jetzt einmal an, natürlich auch. Mal gucken, ob diese Raya ein Schild tragen kann. Und ja, jetzt bin ich einmal auf meine Wächterin gegangen und hier ist das Schild. Man sieht schon, dass es den Touch von dem Prekursor hat, dieses rötliche. Es sieht in dem Zustand nicht nach viel aus, nach nichts groß Besonderem. Man könnte auch denken, dass es vielleicht nicht unbedingt legendär ist. Ich kann mal ganz kurz noch die ganzen Effekte, Rüstungsdinger, man, genau. Sie hat jetzt noch eine Geisterinfusion drauf und diese Blasen kommen von ihrem Rüstungsset. Sonst müsste eigentlich nichts davon sonst drauf sein. Die Geisterinfusion machen wir jetzt auch nochmal weg. Genau, also es sind nur die Blasen aktuell und dieser Dampf kommt von der Axt. Und wenn ich jetzt mal die 4 zum Beispiel drücke, sieht man, wow, man hat, oh, das sieht so cool aus. Oh, wie schön. Genau, man hat da dann so einen Schimmer, der so, das ist so ein bisschen unter Wasser. Man hat ein Buch drinnen und ich finde, es sieht einfach mordsmäßig cool aus. Nee, ich bin sehr, sehr zufrieden und ich hoffe, dieser Part hat dir soweit gefallen. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Clips im Anschluss hinzufügen, wo ich ein paar Videosequenzen mit aufnehme, wie das so aussieht. Aber ich finde, es sieht so schön aus. Ja, ich hoffe, der Part hat dir soweit gefallen. Hat dich dazu animiert, vielleicht dir auch als Ziel legendäre Waffen zu machen. Ich habe dir so ein paar kleine Tipps und Tricks irgendwie mit an die Hand genommen. Gerade für neue vielleicht sehr hilfreich, aber vielleicht auch für den ein oder anderen, die andere Guild Wars 2 Spieler, Spielerin. Vielleicht war da ja auch noch was dabei, wo man noch nicht wusste. Auf jeden Fall freue ich mich sehr und wünsche dir natürlich auch ganz, ganz viel Spaß
beim selbst legendäre Waffen bauen. Mal gucken, welche Waffe wir als nächstes angehen. Ich habe jetzt rein theoretisch noch eine Gabe der Erkundung von der Grundkarte von Zentraltyria übrig. Ich muss mir mal die ganzen legendären Waffen angucken. Ich habe noch so den Langbogen mit diesen Blüten. Das wird so zu einem Silvari sehr, sehr gut passen. Aber auch vielleicht zu einem Waldläufer, was mir auch optisch sehr, sehr gut gefällt als Skin. Sonst würden wir gucken, dass wir vielleicht Generation 2 Waffen dann langsam angehen oder vielleicht sogar Generation 3 Waffen. Auch wenn wir von der Story her noch nicht so weit sind. Wir sind jetzt erst Lebendige Welt Staffel 3. Wir nähern uns so Lebendige Welt Staffel 4 und auch Path of Fire. Also wir gehen Stück für Stück die Geschichten durch. Falls dich das interessieren sollte, dann habe ich dir in der Videobeschreibung bzw. in den Kommentaren auch die Playlist, die aktuelle, verlinkt, wo wir mit Soraya die Geschichte ein bisschen spielen. Und natürlich findest du ganz, ganz viele weitere Videos auf meinem Kanal. Nicht nur Guild Wars 2, sondern auch Sims 4 für die, die das vielleicht kennen und mal reinschauen wollen. Aber für Guild Wars 2 habe ich dir am Ende noch zwei Videos verlinkt. Und zwar zum einen, wie du Versorgermarken dir zusammenfarmen kannst und wie du dir wöchentlich einen Schwarzlöwenschlüssel holen kannst, sodass du dir über das ganze Jahr super coole Items über den Schwarzlöwenherrn, der, wenn man hier auf der Karte guckt, hier hinten mit bei steht eigentlich, oder auch nicht, wo du dir dann zum Beispiel in Löwenstein im Gebäude, wo auch der Schwarzlöwenhändler ist, wo du deine Sachen abholen kannst, dann beim Schwarzlöwenfigurenhändler dann deine Schwarzlöwenköpfchen eintauschen kannst. Ja, dann hoffe ich, dass es dir soweit gefallen hat. Ich freue mich sehr über unser neues legendäres Schild. Es sieht super cool aus. Ich freue mich sehr. Und ja, habe eine weitere legendäre Waffe in meiner Sammlung. Und ja, mal gucken, vielleicht kann die Soraya ja doch irgendwann mal ein Schild spielen. Wenn nicht, müssen wir mal ein bisschen was auf den anderen Charakteren machen. Aber jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Part wieder. Mal schauen, welche Waffe wir uns als nächstes vielleicht dann vornehmen, die dann zu meiner Sammlung hinzugenommen wird. Oder wir sehen uns in einem anderen Video. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute eingeschaltet hast. Und wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Bis dann. Ciao, ciao.